Jo, servus und moin, Rednecks. Ich sitze morgens früh auf meinem Bike. Naja, früh, kurz vor 10 ist es, 5 vor 10, glaube ich. Ich habe hier eine Uhr, 5 vor 10, ja. Und es ist doch schon relativ viel los, was mich verwundert. Ich hoffe einfach, dass die Autobahn frei ist, damit wir mal ein bisschen Gas geben können. Damit ich mal ein bisschen was für euch aufnehmen kann. Und damit ich so schnell wie möglich unten am Bodensee bin. Denn, ja, ich mache heute einen Tag Urlaub am Bodensee. Meine Eltern sind mit dem Wohnwagen, sind sie am Bodensee und chillen da einfach. Da dachte ich mir, komme ich einfach mal zum Sonntagsfrühstück vorbei. Was gibt's Besseres? Naja, kurz ist relativ. Von mir zu Hause bis zum Bodensee sind es jetzt 150 Kilometer. Keine ganz kurze Strecke, aber auch nicht allzu weit. Der scheiß Vogel hat mich erwischt. Ah. Ah, Kacke. Es gibt einen blauen Fleck, Alter. Hoffentlich geht es dem Vogel einigermaßen gut. Er lag jetzt nicht auf der Straße, glaube ich. Yo, ich stehe hier gerade an der Raststätte. Kurz vor Abzweige von Konstanz und ich habe es echt nicht geschafft, den Topspeed zu erreichen, weil die Straßen so voll sind morgens. Unglaublich. Sonntagmorgen und die Straßen sind voll. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt auf knapp 260 gekommen, aber ich denke, da wären gut nochmal 10 km drin gewesen, also bis auf 270 hoch, wenn nicht sogar mehr. Vielleicht schaffe ich es heute noch, wenn nicht, auch egal, ich lade es trotzdem hoch. Naja, auf jeden Fall habe ich ein paar neue Freunde gefunden. Ihr seht sie direkt vor mir. Zufällig gerade auf der Autobahn getroffen. Habe ich gedacht, die fahren bestimmt in meine Richtung. Da hänge ich mich mal dran. Und mal hoffen, dass sie in meine Richtung fahren. Weil ansonsten fahre ich falsch. Ja. Nur ein bisschen blöd sowas. Ja, was mich immer ein bisschen ärgert, sind die ganzen Leute, die auf der linken Spur fahren und nicht raffen, dass es ein Rechtsfahrgebot gibt. Das bedeutet, hier in Deutschland heißt das, wenn du langsamer bist als der Durchschnitt, fährst du auf der rechten Seite. Wenn rechts frei ist, fährst du auf der rechten Seite. Und es gibt halt manche Leute, die denken, ja, ich schaffe das mit meinem alten Golf auf der linken Seite so schnell zu fahren, dass ich jeden und auch absolut jeden aufhalte. Nicht besonders geil sowas. Naja, aber was will man machen? Und da fahren sie hin, meine neu gewonnenen Freunde, einfach weg. Einfach weg. Sehr bedauerlich. Sehr, sehr bedauerlich. Aber was willst du da machen, wenn sie nicht mit dir befreundet sein wollen, wenn sie auch wegfahren? Schade drum. Sehr schade. Jo, da bin ich wieder. Ich muss jetzt schnell machen. Mein Akku ist jetzt ziemlich am Ende. Er hat, glaube ich, noch 5% von der Kamera. Von daher breche ich das kurz runter. Ich war jetzt ungefähr 6-7 Stunden unten am Bodensee. Habe meine Eltern besucht. Hatte eine wunderbare Zeit. War einfach gigantisch. Das Wasser war schön warm. Und ja, die Höchstgeschwindigkeit habe ich nicht erreicht. Das Höchste, was ich hatte, waren diese 260 knapp, die ihr auch gesehen habt. Ich werde jetzt auch keinen Versuch mehr machen, also für heute, für dieses Video, weil die Autobahn ist einfach viel zu voll. Es wäre unverantwortlich. Ja, möchte ich nicht, ganz einfach.
Das ist viel zu unvorhersehbar, was da passiert. Ich werde das Video irgendwie zusammenschnipseln, weil ich meine, es ist ziemlich durcheinander gewesen. Von daher schauen wir mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ich das Video raushaue. Einen wunderschönen Start in die Woche. Macht es gut, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.